Mir heute ein Iglu bauen, das mich vor Wind und Kälte schützt. Aber so einfach, wie es klingt, ist es natürlich nicht. Und deshalb bekomme ich professionelle Hilfe vom Stefan Koch. Der ist Outdoor-Spezialist und betreibt eine Wildnisschule. Und damit willkommen bei einer Servus des Wetter auf Servus TV. Ich schaue jetzt mal, wo der Stefan steckt. Du, wir bauen heute ein Iglu. So machen wir das. Und was brauchen wir alles dafür? Wir brauchen vor allem eine Schaufel und eine Säge. Und was immer noch geschickt ist, ist eine Lawinensonde, um die Schneehöhe und die Schneedichte zu messen, um den guten Platz zu finden. Und können wir da jetzt schon anfangen? Da, wo wir jetzt stehen, ist der Schnee sehr hart, also sehr alter, verdichteter Schnee. Da tun wir uns schwer, die Blöcke rauszusägen. Ach so, weil ich dachte mir eigentlich, dadurch, dass der Boden so hart ist, dass das eigentlich der ideale Grund ist. Das Ideale zum Iglu-Bauen ist eigentlich ein ganz frischer, neuer Schnee, den man dann verdichtet, also indem man mit Ski oder Schneeschuhen drüberläuft, aber eben sanft komprimieren. Ne? Die Schneekristalle verbinden sich dann und geben eine kompakte Einheit, sodass, wenn man die Blöcke dann raussägt, die stabil und leicht sind. Gut, dass du die Schneeschuhe mitgenommen hast. Ja. Ach, sehr dankbar. Stefan, du betreibst ja eine Wildnisschule. Was bedeutet das? Was lehrst du da den Teilnehmern? Die Grundidee von der Wildnisschule ist, dass die Menschen wieder mehr im Einklang mit der natürlichen Welt leben. Das bedeutet aber auch, dass du da mit deinen Leuten im Freien übernachtest und auch bei solch niedrigen Temperaturen. Worauf muss man da besonders achten? Das steht und fällt klar mit guter Kleidung und guter Ausrüstung. Tagsüber brauchst du halt wasserdichte Klamotten und sehr gute Handschuhe, weil du möchtest bemerken, beim Iglu-Bauen, du hast ja permanent Schneekontakt, also kriegst viel Feuchtigkeit ab. Wenn es so diesig ist oder schneit, brauchst du Skibrille oder eine Brille. Zum Übernachten an sich einfach warme Unterwäsche, was Warmes für den Kopf. Und dann brauchst du nur einen guten Schlafsack. Ich bin schon so neugierig und möchte endlich anfangen. Ja, wie schaut es denn da jetzt aus? Ja, hier drüben ist eine gute Stelle, glaube ich. Da fangen wir an. Super. So, Stefan, jetzt haben wir da dieses Feld geebnet. Warum hast du den Stöcken da reingesteckt? Also das hier wird unser Steinbruch. Da holen wir die Schneeblöcke raus. Und das hier ist unser Bauplatz. Den Stecken habe ich reingesteckt, damit wir einen Mittelpunkt haben, an dem wir eine Schnur befestigen können, die uns dazu dient, das Iglu rund zu kriegen. Das ist quasi dann der Radius, aber ganz schön klein. Ja, wir machen es jetzt heute ein bisschen kleiner, damit wir das, solange es noch hell ist, auch hinkriegen. Ganz schön anstrengend zu planieren und rausschaufeln. Zum Glück hängt da schon unsere wunderschöne Tafel und ich kann Ihnen zeigen, wo ich heute denn so wacker rumstapfe. Wir sind heute in Tirol am Kaunertaler Gletscher auf über 3000 Meter Höhe, geografisch etwa auf derselben Höhe wie Sölden im Ötztal und südwestlich von Innsbruck. So, und jetzt schaue ich, wie weit der Stefan schon ist. Na, ganz schön beachtlich, der Graben. Ja, der erste der Saison, ich freue mich. Welche Temperaturen braucht es zum Iglu bauen? Mein kältestes war bei knapp minus 30, tiefer weiß ich nicht. Und das Wärmste war sicher so plus 15. Da schmilzt ja dann das Iglu beim Bauen schon wieder weg. Also da muss man dann schnell arbeiten. Das sind jetzt zwei Extreme. Was ist die Idealtemperatur? Oder bei welchen Temperaturen baust du am liebsten? Also der beste Iglu-Schnee ist frischer Pulverschnee. Kannst dir so vorstellen, dass die Kristalle, wenn sie fallen, noch intakt sind mit den ganzen Ärmchen. Und wenn wir da mit Schneeschuhen drüber laufen und die ein bisschen zusammendrücken, dann greifen die richtig super ineinander. Es ist aber trotzdem noch viel Luft eingeschlossen. Und die Luft dient nachher als Isolator in der Schneewand. Eine Eiswand würde ja nicht isolieren, das würde eher kühlen. Das heißt, je älter und kompakter und verdichteter der Schnee ist, umso schlechter eigentlich die Isolationswirkung. Je frischer, je mehr Luft drin, umso wärmer wird's. Wenn wir jetzt die Blöcke zurechtschneiden, wie viel werden das sein? Wir können nachher zählen, aber so 60 bis 80 braucht man üblicherweise für einen Standard-Zwei-Mann-Personen-Iglu. Du, das sollten wir aber schon Gas geben, oder? Ja, müssen wir gucken, dass wir fertig werden. Man kommt sich schon ein bisschen wie ein Maurer vor, du.
Ja, es ist Mauern. Ja, und man arbeitet gegen die Zeit. Also zumindest wir arbeiten gegen die Zeit und deswegen musste das ganze Team schon mit anpacken. Aber was würde jetzt passieren, wenn die Sonne direkt auf die Schneeblöcke raufknallen wird? Wenn es ein bisschen drauf scheint und es anschmilzt und abends wieder gefriert, dann hilft es durchaus für eine Stabilität. Die erste Reihe steht, es hat sich alles schön verbunden. Ich finde auch, es fühlt sich sehr kompakt an. Was ist jetzt bei der zweiten Reihe zu beachten? Da sägen wir jetzt in die erste Reihe einen Spiralschnitt rein, also so eine gleichmäßige Steigung. So. Was damit? Also jeder Block braucht an der Seite etwas, woran er sich festhalten kann. Wenn wir jetzt die zweite Reihe direkt auf der ersten anfangen würden, dann hätte der erste Block ja nichts, woran er sich festhalten kann. Er würde einfach reinkippen. Und das vermeiden wir dadurch, dass er jetzt hier einen Kontakt hat und das geht dann durch das ganze Iglu die Spirale bis nach oben. Nicht blöd. Ja, die Inuits haben es erfunden, nicht ich. Wir brauchen hier einen senkrechten Schnitt und die Schnittfläche, die zeigt zum Mittelpunkt hin. Wie bei einem frisch angeschnittenen Kuchen. Nur so fügt sich dann auch richtig ganz aneinander. Es wirkt jetzt viel größer. Als ich zuerst den Radius gesehen habe, dachte ich mir so, wow, das wird ja voll das Mini-Iglu. Ja, aber guck, es ist durchaus, man kann hier zu zweit. Ich wollte gerade sagen, da kann man sich schon drin übernachten. Kuscheln, ne? Ja. Schön ist es und so ruhig. Ja, ich liebe das. Wärme- und Schallisolation. Man muss sagen, schon deutlich wärmer. Wie viel Grad haben wir jetzt circa im Iglu? Ja, noch vielleicht nicht ganz so warm, weil wir noch die Lücken drin haben. Aber wenn man die Kuppel dicht hat und dann die Körperwärme reinbringt oder eine Kerze anzündet oder wie die Inuit früher Tranlampen, dann wird das hier drin auf jeden Fall null oder drüber. So richtig viel über null möchte man natürlich auch nicht haben, weil das Haus ist ja aus Schnee und dann tropft's. Ja. Bei welchem Wetter wäre das Iglu für uns eine Gefahr, wenn wir uns jetzt drinnen befinden? Wenn es auf das Iglu drauf regnet, dann weicht der Schnee auf und es verliert seine Konsistenz und fängt an einzusinken. Das dauert auch eine Weile, also man hat Zeit, aber im Regen hält das Iglu nicht lange durch. Stefan, danke schön. Das war echt ein tolles Erlebnis. Es war zwar kalt, aber irrsinnig spannend und ich bin sehr stolz auf mein erstes selbstgebautes Iglu. Danke. Voll. Und jetzt trinken wir Tee, den haben wir uns verdient. Und Ihnen wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Morgen sehen Sie meine Kollegin Claudia Hummer. Die ist in Mattel in Südtirol beim Biathlon-Training. Und sie schaut sich an, wie der Wind das Schießen erschwert. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bis bald bei Na Servus, das Wetter auf Servus TV.